Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eure Svea von Angelfly Orakel. Wenn dir mein Stil gefällt, freue ich mich über dein Abo. Einfach, dass der Kanal gesund wachsen kann, dass ich einfach noch mehr Reichweite bekomme und somit auch einfach noch mehr Menschen etwas Gutes tun kann, helfen kann. An dieser Stelle auch vielen Dank an alle, die mich bereits unterstützen. Das freut mich total. Also eure Kommentare, eure Abos da. Gebt mir das Herzchen auf, Dankeschön an dieser Stelle. Alle Infos zu mir und den verwendeten Karten findest du unterhalb des Videos in der Infobox. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Meine Lieben, ich habe mir überlegt, wir machen heute mal eine Gegenüberstellung von dir und deinem Gegenüber. Das ist also hier also wirklich eher für Leute, die in einer festen Partnerschaft sind, in einer festen Beziehung. Also keine Dreierkonstellationen, keine Affärengeschichten, keine Partnerschaften, die noch gar nicht so richtig zustande gekommen sind, sondern das sind wirklich die, die schon zusammen sind, ja, die ein Paar sind, die eine Ehe leben, die eine Partnerschaft leben seit längerer Zeit. Und wir schauen uns heute einfach mal an, wo steht ihr, wo steht eure Partnerschaft, was verbindet euch, was verbindet euch nicht. Was hält euch vielleicht auch auf? Auf der einen Seite einmal schauen wir uns dich an, auf der anderen Seite dein Gegenüber und dann auch, was diese Partnerschaft verbindet und wo es vielleicht in eure Zukunft hingehen sollte, ja? Ich habe mir ein Energiebild zu euch geholt, für alle, die das hier betrifft, von der Situation einfach. Und ich habe euch eigentlich, ihr liegt falsch, sehe ich gerade. Ich habe euch so gesehen, ja. Rücken an Rücken, verbunden mit einem Gummi. Und jeder machte eigentlich etwas anderes, war beschäftigt mit seinen eigenen Dingen, wollte auch in eine andere Richtung. Aber dieser Gummi hat euch immer wieder zusammengeführt, ja. Also ihr wart irgendwie. Jeder machte so sein Ding und dann schnalltet ihr wieder zurück und dadurch kamt ihr aber nicht wirklich weiter. Genau. Und ja, das war nicht so schön, weil eigentlich solltet ihr zusammen besser sein, als jeder alleine einzeln und sich am Festhalten. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal, was bei euch Phase ist, was bei euch Thema ist. Wo jeder von euch denn auch hin will, also hier diesmal nicht der weibliche Part ist mein Zuschauer, sondern hier schaut ihr diesmal wirklich, wer seid ihr? Seid ihr eine Frau, dann schaut ihr für die Frau. Seid ihr ein Mann, dann schaut ihr für den Mann. Ja? Genau, wir schauen mal. Liebe geistige Welt, ich hätte gern für diese Legung eine Inspirationskarte. Es sind drei und ich wollte drei, eine für dich als mein männlicher Zuschauer, ein für dich als mein weiblicher Zuschauer und einmal, was zwischen euch liegt. Okay, also wir haben hier einmal für die Damen Komplimentation und das ist dieses angestrengt über etwas nachdenken, sinnieren, Visionen kreieren im Kopf. Ja, wie könnte mein Leben sein? Was will ich? Wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Bin ich schon da, wo ich hin möchte? Oder was hält mich davon noch ab? Ne? Also einfach dieses. Ich sag mal, in der Muße sein und darüber nachdenken, was will ich eigentlich? Wer bin ich? Wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Ja, also mit diesen Fragen solltest du dich beschäftigen. Für den männlichen Part, lasse deine positiven Gefühle Kreise ziehen. Hier gucke einfach darauf, was deine Aktionen, Dinge, die du tust, was sie für Kreise in deinem Leben ziehen.
Also zum Beispiel, also um auf der Beziehungsebene zu bleiben, du bringst deiner Frau Blumen mit und erhoffst dir davon, dass sie völlig sich freut und glücklich ist und dir um den Hals springt, ja. Und das wären quasi so diese einzelnen Kreise, ne? Sie ist glücklich, sie springt dir um den Hals, vielleicht habt ihr auch tollen Sex an diesem Abend, und ihr habt eine schöne Zeit, ja. Und gucke dir an, was deine Aktionen, deine Dinge, die du tust, ja, also ganz aktiv, was die dir im Leben bringen, ob du hier auch die Resonanz bekommst, die du erwartest, ja, und wie weitreichend deine Aktionen auch sind. Eben, wie zum Beispiel mit den Blumen, wenn deine Frau sagt, ja super, jetzt hast du mir Rosen mitgebracht, ich mag aber Lilien und damit ist diese Sache zu Ende, dann ist dein Kreis halt sehr, sehr klein gewesen. Also schaue hier auch, ja, wie weit kommst du wirklich mit den Dingen, die du tust, wo du auch hin willst? Ja, kriegst du die Resonanz, die du auch möchtest für die Dinge, die du tust? Ja, also natürlich sollen wir aus dem Herzen heraus handeln und nicht, damit wir etwas zurückbekommen, sondern ganz frei. Aber gucke auch hier einfach, ja, ne, kriegst du das zurück oder hat es die Wirkung, die du wolltest? Nicht unbedingt, dass du was zurückbekommst, aber hat es die Wirkung, die du wolltest, die du erzielen wolltest, ja? Also guck auch du dir das hier ganz genau an. Und für euch zusammen der Sprung ins Ungewisse und ähnlich wie dieses Spinnennetz, das wir hier unten sehen, hinkt ihr aneinander und konntet nicht voneinander los. Ja, also sehr passend diese Karte. Ich gucke mal, ob ich euch hier variieren kann. Bisschen Rosenquarz, ein bisschen Bergkristall in diese Energie. Das schadet auch auf jeden Fall nicht. Mal, seht ihr das? Ja, ne? Es geht darum, dass wir alles im Blick haben. Gut, dann schauen wir zuerst auf die Damenwelt, also alle lieben Zuschauerinnen, die hier gucken. Wir gucken uns zuerst einmal an. Sorry, ich kriege gerade, dass das nicht richtig liegt. Wir gucken uns zuerst einmal an, was hier auf deiner Seite los ist, ja? Deine Gedanken, also deine Gedanken, deine Gefühle und wo willst du hin? Also bitte für die Damen aus meinem Kollektiv, die Gedanken, mit was beschäftigen sie sich gedanklich? Einmal die Gedanken bitte. Für das weibliche Kollektiv in dieser Legung mit eurer Kommunikation beschäftigst du dich gerade? Ah, du bist hier nicht ehrlich zu dir selbst und was du von der Liebe erwartest. In der unterbewussten Ebene. Also guck dir hier auch noch mal an, wie soll Liebe für dich sein? Ja, also nicht, was lebst du aktuell mit deinem Partner, sondern wie soll Liebe für dich sein? Und da haben wir hier dieses mit der Komplentation auch noch mal. Sinniere mal darüber nach, nimm dir einen Nachmittag Zeit, setz dich an den Baum, setz dich in die Sonne, setz dich ans Wasser. Wo auch immer du dich im Fluss fühlst und denke mal darüber nach, was willst du von einer Beziehung? Ja, was willst du von der Liebe? Wie soll Liebe sein? Wie soll eine liebevolle, harmonische Beziehung sein in deinen Augen? Unabhängig von dem, was du hast. Also schaue hier wirklich auch hinter die Masken, lasse dich führen.
Also bitte hier vielleicht auch um Hilfe, ne, das zu erkennen. Weil ich sag mal, wenn unser Ego im Spiel ist, das sagt ja dann immer so, ja, weiß ich nicht. Also ich mag zum Beispiel die Schöne und das Biest, ja, das ist so mein Märchen. Und ich bin natürlich ein bisschen verklärt in diese Richtung. Wenn ich mein Ego aber wegnehme und quasi dieses Märchen ganz neutral anschaue, dann ist es vielleicht gar nicht das Tollste, ja, weil das Biest einfach vorher ein völliges Arschloch war. Und erst durch seine Transformation, dadurch, dass er ein Biest war, sich verändert hat. Ne? Und vielleicht musst du dir hier auch anschauen, magst du das Biest oder magst du den Prinzen, der danach kommt? Ja? Oder bist du noch bei dem Prinzen, der hier quasi das völlige Arschloch ist, bevor er zum Biest verwandelt worden ist? Also gucke dir hier das ganz genau an, ohne dein Ego, ohne dein, also wirklich aus dem Herzen heraus, was du von einer Beziehung, von einer Liebe, von einer Partnerschaft, was du dir erwartest, ja? Haben wir hier noch, gibt es hier noch etwas, was wir uns anschauen sollen? Aber eigentlich ist es sehr klar, ich glaube nicht, nein. Dann gucken wir mal, in welche Richtung du dich weiterentwickeln möchtest, in welche Richtung du dich, ja, was dir die Zukunft bringt, wohin du dich wendest, ja? Was kommt hier? Wohin wendest du dich? Wohin wendest du dich? Okay. Eine noch vielleicht. Wohin wendest du dich? Ja, du bist irgend, also du beschäftigst dich mit dem Ende, mit all den Dingen, die falsch gelaufen sind, um hier wieder in den Fluss zu kommen. Seht ihr das noch? Nein. Dann gucke ich mal, ob ich das hier rüberziehen kann. So, jetzt. Also wir haben einmal den Sarg. Der steht immer für Beendigung, Transformation, Dinge, die sterben müssen, um neu geboren zu werden. Ja, also vielleicht beschäftigst du dich hier auch einfach mit deiner eigenen Transformation, mit deiner eigenen Wiedergeburt. Das würde hierzu auch ganz gut passen, dass du dir einfach Gedanken machst, wie will ich sein, wer will ich sein, wohin will ich? Ja, also dass du dir einfach diese Fragen stellst und beantworte sie dir auch schriftlich. Ja, schreib sie auf und schreib dir diese Antworten auch auf. Gucke dir vor allem auch an, was nicht richtig gelaufen ist in der Vergangenheit. Also der Fuchs steht immer so ein bisschen für die Falschheit und für den Betrug. Es ist gleichzeitig aber auch ein Tier, was sehr schlau ist, ja, was sich gut durchs Leben mogeln kann. Und dieser Fuchs guckt hier auch zurück. Also er schaut sich hier auch die Vergangenheit an. Also vielleicht hast du hier auch einfach Themen in der Vergangenheit, mit denen du noch abschließen musst, um neu geboren zu werden. Und wenn du dir das quasi anschaust, wenn du diesem Weg folgst, kommst du hier auch in den Fluss, ja, in ruhige Gewässer, die dich dorthin bringen, wo du hin willst, mit der göttlichen Führung, wie diese Sonnenstrahlen, die wir hier sehen, die einfach dafür sorgen, dass du weißt, wo du hin musst. Ja? Du siehst es zwar nicht unbedingt, aber du weißt es, du fühlst es. Also deine Intuition, dein Gefühlsleben ist hier sehr, also vertraue dem, ja. Vertraue dem, es weiß den richtigen Weg für dich. Ich würde gern hierzu noch für den Sarg einfach Zusatzkarten ziehen. Hier noch also ich hätte gern eine Klärungskarte für den Sarg. Um was geht es hier? Also auch hier wieder der Hinweis auf, schreib es dir auf, ja, durch den Brief. Briefe sind geschriebene Worte. Und wir haben hier einmal den Weg und hier drunter zeigt sich auch nochmal der Sarg. Ja?
Also gucke dir deinen Weg an, den du gehen möchtest. Also es geht hier um den eigenen Lebensweg und ja, den eigenen Lebensweg. Und für den Fuchs hätte ich gern auch noch eine Klärungskarte. Eine Klärungskarte für den Fuchs. Eine Klärungskarte für den Fuchs 2. Ja, es wird Zeit für einen Neuanfang. Ja, also schau dir an, was falsch gelaufen ist. Und dann kannst du auch mit der Vergangenheit abschließen und etwas Neues kreieren, etwas Neues leben, ein neues Ich vielleicht auch leben, ja? Eine neue Variante von dir selbst, weil du dir angeschaut hast, was du noch versteckst, was du bis jetzt noch nicht gezeigt hast, ja? Weil du vielleicht die Liebe noch nicht so lebst, wie du sie leben möchtest. Okay. Ja, und sei dir hier selbst auch treu. Also verstecke dich nicht hinter Masken. Also aktuell, es sieht so aus, als würdest du es noch tun. Aber wenn du dich eben mit dir selbst beschäftigst, mit was möchtest du, wo willst du hin, dann kannst du hier einen großen Teil hinter dir lassen, der bis dato falsch gelaufen ist. Ja, also ein Lebensweg, der dich nicht dahin gebracht hat, wo du hin wolltest. Den kannst du hinter dir lassen, den kannst du abschließen. Und dadurch kannst du dich verändern, in die Transformation gehen. Und etwas Neues kann dadurch wachsen. Ja? Also wie es das schöne Sprichwort so schön heißt, wenn eine Tür geschlossen wird, geht ein Fenster auf. Und genauso ist das. Du eine Tür schließt, also geht ein neues Fenster auf. Und damit sollst du dich auseinandersetzen, ja, gedanklich und schreib es, also ganz wichtig hier der Hinweis, weil wir ihn zweimal hatten, schreib dir auf, wie soll dein Leben sein, was erwartest du dir vom Leben. Okay. Dann schauen wir uns mal den männlichen Part an, auch hier wieder, was ist in seinen Gedanken, was ist unterbewusst und wohin geht es? Eine Karte für seine Gedanken, also für das männliche Kollektiv, das jetzt hier zusieht. Wenn du als Frau guckst, kannst du hier natürlich auch für dein Gegenüber gucken. Für den männlichen Part, seine Gedanken, mit was beschäftigt er sich im Moment? Gedanklich. Ja, was das Leben ihm zu bieten hat, was ihm Freude bereitet, was ihm Leichtigkeit, Wärme, Geborgenheit, Zufriedenheit gibt, ja. Und das haben wir ja hier auch nochmal. Guckt hier, liebe Männer, auch einfach, ist das, was ihr tut, was ihr aktuell zurückbekommt, ist das das, was ihr erwartet habt oder eben nicht, ja. Okay. Was passiert hier unterbewusst? Bei dem männlichen Kollektiv, bei dem Gegenüber. Was passiert hier unterbewusst? Okay. Noch eine Karte bitte. Was passiert hier unterbewusst? Das ist hier einmal die Wege, die zeigen also immer Entscheidungen an, Wege, die wir gehen können, Möglichkeiten auch, vielleicht auch einfach unterbewusst das Wissen darum, dass man eine Entscheidung treffen muss, ja, welchen Weg man gehen möchte, wo man auch, also auch hier der Hinweis darauf, dass man sich damit auseinandersetzt, wohin will ich, ja, ist das, was ich aktuell tue, bringt das hier auch die Resonanz, die ich möchte. Und gleichzeitig, dass man sich hier selbst treu ist, dass man als Mann sich hier auch selbst treu ist, dass man seinen eigenen Lebensweg geht, unabhängig von
den Verpflichtungen, den Freunden, den Bekannten, dem Partner auch, der hier vielleicht auch sitzt und sagt, aber hey, wir haben hier eine Verbindung, ne? Du kannst nicht einfach ohne mich gehen. Also das ist so ein bisschen unterbewusst arbeitet. Sorry, mein Akku, ich muss ihn kurz anschließen. Super. Genau, das ist was, was hier so unterbewusst arbeitet, mit dem sich der Mann hier einfach auseinandersetzt. Oder womit ihr lieben Männer euch hier einfach auseinandersetzt. Wer seid ihr? Wer wollt ihr sein? Wem haltet ihr die Treue? Haltet ihr euch selbst die Treue oder haltet ihr anderen Leuten die Treue und verliert euch dabei? Und wollt ihr diesen Weg auch wirklich so gehen? Okay, dann schauen wir mal, in welche Zukunft der Mann blickt, was er sich so von der Zukunft, was so hier auf ihn zukommt. Auch drei Karten bitte. Eins. Und noch eine dritte, bitte. Das sind echt nur noch eine, bitte. Eine, bitte. Okay. Ja, Kommunikation, Streitereien, klärende Gespräche auch, die hier anstehen. Also die Unsicherheit auch, die hier angezeigt wird, vielleicht auch mit diesem, ich weiß nicht wohin, ja. Und sich selbst treu sein ist eben manchmal gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Wenn ihr hier, liebe Männer, aber ganz klar in eurer Kommunikation seid, was ihr wollt, wo ihr hin wollt, was euch wichtig ist, was ihr euch auch vom Leben versprecht, ja, also, dann könnt ihr hier positive Veränderungen kreieren. Also, dann verändert sich euer Leben in eine positive Art und Weise. Nehmen wir mal an, wir sind ja hier auf der partnerschaftlichen Ebene, wenn du mit deiner Frau, mit deiner Freundin schon lange zusammen bist, ja, und du wolltest aber schon immer sexuell irgendwas ausprobieren, ja, wo du immer denkst, so, oh, ich weiß nicht, ob ich ihr das sagen kann und das ist irgendwie, ne, schwierig, dann sei dir hier selber treu und zeige deinem Gegenüber auch, was du möchtest, ja, rede darüber, was du möchtest, was du für Bedürfnisse hast, sexuell in Form von Zuneigung, Liebe, Aufmerksamkeiten. Ja, auch Männer brauchen Liebe und Aufmerksamkeit, nicht immer nur die Frau. Also vielleicht ist dir diese Beziehung auch zu gefühlskalt, ja, und du hättest eigentlich mehr Geborgenheit, denn das nehme ich hier durch das Haus wahr. Das zeigt immer so ein bisschen diese Sicherheit, Geborgenheit, sich zu Hause fühlen. Und vielleicht fühlst du dich im Moment nicht so, ja. Vielleicht bekommst du nicht das, was du dir von einer Beziehung erwartest, auf Gefühlsebene. Jetzt weiß ich, sind Männer nicht unbedingt immer die, die besonders gefühlvoll sind, aber ich glaube auch, Männer brauchen Liebe und Zuneigung und kommunizieren das aber vielleicht manchmal nicht so, wie sie sollten, weil sie eben auch Angst davor haben, dass sie dann kein Mann mehr sind, ne? Aber du wirst sehen, das wird hier in eine positive Veränderung gehen. In dem Moment, wo du hier ehrlich bist und klärende, reinigende Gespräche mit deinem Gegenüber führst. Ja. Okay, also hier brauche ich keine Klärungskarten, das ist sehr eindeutig. Ich würde gern noch wissen, was verbindet diese Beziehung von diesem weiblichen Kollektiv und diesem männlichen Kollektiv. Was verbindet diese Beziehung, diese Verbindung? Was verbindet hier?
Was verbindet hier? Was verbindet hier noch? Okay. Gerade seht ihr das hier? Also, definitiv eine schöne Zeit. Wir haben auf dem Unterdeck die Blumen. Eine schöne Zeit, ja. Das sehe ich hier auch in dem Kompass. Immer fehlt mir dieses Wort, ja. Also ihr seid gemeinsam eine ganze Zeit lang zusammengegangen und dadurch habt ihr hier auch eine Art Sicherheit für euch. Ne? Also ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite. Wir sehen das hier oben sehr schön. Ne? Also ihr seid hier verbunden durch dieses Sicherheitsnetz. Aber eigentlich solltet ihr hier ganz frei den Sprung ins Ungewisse wagen. Also prüft hier auch einfach nochmal, und das zeigt hier die Lupe auch ganz schön, prüft nochmal, ob eure Verbindung wirklich das ist, was ihr wollt, wo ihr hin wollt, ne? Ob es all die Abenteuer und Lebenslust und Freude und ja, also die guten Dinge im Leben einfach hat, ob es euch das Licht bringt, was eine Beziehung bringen soll. Oder ist es hier einfach nur noch ein sicheres Netz, was euch Sicherheit gibt? Ja, und das gilt es sich im Endeffekt anzuschauen, ob hier ein neuer Weg vielleicht auch Zeit ist zu gehen und diese Sicherheit hinter sich zu lassen. Ne, aus diesem Gefängnis auch auszubrechen, was ihr euch beide gegenseitig baut. Ne? Ihr seid, sag mal, wenn ihr euch aus dem Sicherheitsbedürfnis entschließt, zusammen zu sein, weil ihr einfach schon so lange zusammen seid und weil ihr irgendwann mal eine gute Zeit hattet, das aber gar nicht mehr der Fall ist, weil ihr danach suchen müsst oder weil ihr in der Vergangenheit bei dem weiblichen Kollektiv, weil ihr in der Vergangenheit hier danach suchen müsst oder hier in der Vergangenheit auch lebt. Und ihr als männliches Kollektiv hier eigentlich nicht mehr zufrieden seid, weil ihr euch nur noch ärgert und ja, das irgendwie schwer und anstrengend für euch ist, dann wäre es hier vielleicht auch an der Zeit, dieses Sicherheitsnetz zu lösen. Ja, ich würde hier gern die Engel der Liebe nochmal mit dazu ziehen. Ja, lass Kontrollthemen los, das war hier auf dem Unterdeck schon gleich. Liebe Engel der Liebe, was habt ihr für einen Rat für diese Beziehung, für dieses Kollektiv, was mir hier zuschaut? Ja, vertraue darauf, dass, also für das weibliche Kollektiv, ne, vertraue darauf, dass du den richtigen Weg findest, dass du dem Fluss deiner Intuition, deinem Bauchgefühl, dass du dem folgen kannst. Das ist hier definitiv der richtige Weg. Ja? Also höre hier auf deinen Bauch, auf deine innere Stimme, die dich leitet. Und für das männliche Kollektiv, ja, trenne dich von Dingen, die nicht mehr so sind, wie du sie gerne hättest. Also das haben wir auch hier, ne? Vielleicht muss man hier auch ganz klare Worte sprechen, dass man es so nicht mehr möchte, um auch hier in den Neuanfang zu gehen. Das muss jetzt nicht für alle das bedeuten, aber vielleicht bedeutet das hier einfach auch dieses Trenn dich von den Dingen, die dich festhalten. Also zum Beispiel, wie gesagt, mit dem Sex, du ein Thema hast, wo du sagst, oh, das wollte ich unbedingt schon mal ausprobieren. Sei hier ganz ehrlich und trenne dich von deiner Angst. Auch das kann es bedeuten, ja. Also, das heißt hier nicht unbedingt, dass ihr euch trennen müsst.
Aber schaut euch das hier nochmal ganz genau an, was für euch richtig ist. Ja. Und im Rückzug findet ihr hier die Antworten in Bezug auf die Beziehung auch nochmal. Es ist an der Zeit, dich von der Welt zurückzuziehen. Geht hier in euch. Das sagen beide Seiten. Ne? Vielleicht ist es auch an der Zeit, sich von dieser Beziehung zurückzuziehen. Also, oh, ich will das nicht immer, ne, dass ihr euch trennen sollt, aber schaut euch einfach an, ob es euch noch dient. Ob diese Beziehung euch noch das gibt, was ihr von ihr erwartet, was ihr von ihr im Herzen wollt. Ja? Nicht, dass sie euch eine Wohnung gibt und ein geteiltes Einkommen und gemeinsame Urlaube, dass man nicht alleine ist, ja, sondern dieses beflügelt es mich im Herzen. Das haben wir hier einmal und das haben wir bei dem männlichen Part hier oben. Ja. Also guckt hier, ob euch diese Beziehung, dieses Band, das ihr, das euch verbindet, ob es euch noch beflügelt. Ja? Wenn das nicht der Fall sein sollte, zieht euch zurück. Ja? Geht hier raus aus dieser Situation. Ja, lasst das los. Denn ihr beide verdient es, auch das war hier nochmal auf dem Unterdeck, denn ihr beide verdient es, geliebt zu sein. Das ist mein Drucker. Was machst du denn hier, mein Schatz? Naja, ich hoffe, es stört euch nicht. Ich bin jetzt eh zu, ich bin jetzt eh fertig. Aber ihr beide verdient es, geliebt zu sein. Ja, also liebt euch an erster Stelle selbst, bevor ihr euch verpflichtet für jemanden anderen. Gut. Meine Lieben, ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Einfach mal anders von der Konstellation, weil wir hier einfach das weibliche Kollektiv und hier das männliche Kollektiv haben und gleichzeitig aber die Beziehungsebene zwischen euch auch. Ja, guckt euch an, ob es wirklich das ist, was ihr euch vom Leben wünscht. Das gilt hier an beide Seiten, haben wir das als Hinweis. Und lasst los, was euch nicht 100% glücklich macht. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Wenn euch gefällt, wie ich arbeite, wie ich die Karten deute, eben das intuitive Deuten mit Energiebild, dann freue ich mich über euer Abo, einfach damit der Kanal wachsen kann und wünsche euch einen schönen Tag erstmal. Tschüss!